ihren Verrat büßen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute. Da sind wir wieder bei Skull & Bones. Und jetzt machen wir die Quest im Kielwasser. Wir stehen im Wind eines Reiches. Mal gucken, wir ballern jetzt hier mal richtig hart rein. Und wir treffen, hoffe ich, auch was. Sah zumindest schon mal so aus, ne? Ja, oh ja, wir haben noch ganz gut getroffen. Habe ich nicht gesehen halt, ne? In dem Schiff könnte es noch Schätze geben. Wir gehen dann mal rein da. Minus eins. Dieses Drecksschiff wird bald oben sinken. Captain, wir wollen bis auf den Meeresgrund. Bis auf den Meeresgrund, sagen sie. Gucken, wo die rauskommen. Vielleicht treffe ich ja. Nur ein bisschen. Gerade. Okay, der will. Der hat Bock. Feuert aus allen Rohren! Dann umgeben wir ihn natürlich auch, wenn er Bock hat. Aber diesmal mit den Torpedos. Ja, nicht ganz gut getroffen, aber... ein bisschen. Entern! Ich kann mir mal entern, aber wir versenken ihn, glaube ich, einfach. Wir haben keine Ahnung, was ja, kein Problem. Oh, da kommt schon der nächste hier. Das wird ihnen zu denken geben. KW, wa? Nehmen wir an, sie rufen gleich Verstärkung. Oh. Er ist auch schon untergegangen. Für die holländischen Teufel ist das nur Tant. Aber... Entschuldigung. Volle Segel! So, dann bringen wir das mal zurück, wa? Ist ja gar kein Problem hier. Wenn sie das wollen. Oh, scheiße. Au, diese stacheligen Dinger sind die wollte ich gar nicht sammeln. Das Holz, darüber können wir reden, ja. Aber die scheiß Früchte, die wollte ich jetzt nicht. Zurück an die Arbeit. So ist die Früchte brauchen wir jetzt nicht so wirklich, bin ich mal ehrlich. Was bist du denn hier neben mir? Segelleichter voraus! Jetzt verpisst euch doch mal hier. Volle Segel! Wir sind hier auf Mission. Lass die Segel laufen! Hier. Mission complete. Das war jetzt ein bisschen sehr schnell. Das Kmoi-Anwesen soll eine dunkle Vergangenheit haben, Captain. Die Schiffsbauerin Judah Desky war wohl mal dort, bevor es spukte. Ja, ja. Okay. Soweit jetzt? Soll ich irgendeinen Tempel erkunden? Hä? Die Segel! Lasst sie frei! Achso, ich soll... Okay, ich soll mit dir weitermachen, wenn ich bereit bin. Das ist ein Quatsch. Aber okay, ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, also ab nach Hause wieder. Das schaffen wir ja. Ich habe jetzt auch endlich mal diese verdammten Attentäter losgekriegt, vom Ruder. Die habe ich ja schon seit Stunden am Arsch gehabt. Die bin ich aber nicht losgeworden, aber verstehe ich gar nicht, warum. Aber naja, gut, ne? Es waren einige. Können wir ganz kurz. Was haben wir da? Da war ein Freibeuter. Gucken wir mal kurz. Hier unten habe ich jetzt ein paar Dinger. Ne, haben wir jetzt 5 Stück. Die sind jetzt hier voll. Der Lagerraum ist voll. Ich muss die Dinger jetzt gleich abholen. Das heißt, ich werde jetzt hier... Ich glaube, das ging, ne? Ja, ich werde hier jetzt an Land. Schnellreise nach unten machen. Das leckt dieses Spiel jetzt manchmal so. Ist ja fast wie bei Hand, wenn ich da... Karte und... Weiß ich nicht mehr, was gleichzeitig öffne. Gut gemacht, Captain. Rama wird zufrieden sein, dass wir das Vermächtnis der Rempa bewahrt haben. Ja, sicher ist sie zufrieden. Aber Van Kinkels Raub... Wenn nicht, wäre auch ganz schön schlimm, ne? Ja, Nisa so. Hat dir gezeigt, wie man... Reparieren, Schnellreise. Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Dahin. Sind ja Gott sei Dank nur 800. Ist ja nix, ist ja nix. Wird nur leider immer teurer gefühlt. Und wir gehen hier Segel setzen. Ich hoffe, wir werden nicht wieder versenkt. Weil auf der Fahrt hier wurde ich schon mal versenkt.
Uiuiui, ich war das gar nicht. Ich weiß gar nicht warum. Die haben halt übelsten Damage gedrückt, die Leutchen. Aber diesmal sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Kapitän, hier ist offenbar ein Elite-Kriegsschiff unterwegs. Wir sollten Hilfe holen. Ja, Quatsch. Das schaffen wir schon so. Also würde ich wahrscheinlich schon so schaffen, aber du brauchst 16 Minuten, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hätte eben beim mitgeholfen. Aber der hat das Ding dann halt an Bord nehmen müssen. Und ich wollte nicht schon wieder PvP machen. Hatte ich schon mal das Vergnügen. Gerade bei den Dingern hier einnehmen. Und der Typ, der hat mich so aus dem Leben gebolstert. Alter Schwede. Wir waren das gleiche Level. Obwohl, nee, war Stufe 11. Also höchste Stufe. Aber mir fehlt halt auch nicht viel, ne? Ich muss halt nur eine bessere Waffe finden. Aber ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, welche zu bauen, beziehungsweise halt zu finden. So, nehmen wir mit. Gib Gas. Das machen wir weg, das nehmen wir an. So. Jetzt müssten sie nämlich mich wieder verfolgen. Die könnte ich jetzt verbessern. Auf Stufe, ne? Stufe erhöhen. Möchte ich aber nicht. Na, da sind sie nämlich. Da sind sie nämlich schon wieder. Feuer! Feuer! Okay, da hat jetzt nicht so viel Damage gemacht wie die sonstigen. Aber er hat auch noch nicht die. Ja, die Schüsse da ab. Die Schüsse sind die tödlichen gewesen. Weil die hitten wohl richtig hart. Ich weiß noch nicht warum. Aber der fängt sich jetzt halt auch gut, ne? Wie man sieht. Kriegt noch einen mit. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Und jetzt kriegt das in die Seite. Das Dumme bei diesen Schiffen ist, die droppen nichts. Wir fahren noch. Geht an die also Arbeit. Es macht null Sinn, die zu farmen oder so. Weil die einfach nichts haben. Die sind nur da, deshalb, um mich abzufacken. Für mehr sind die nicht da. Gut, den habe ich jetzt sehr, sehr gut vernichtet. Aber ja, schwierig. Ich bin übrigens immer noch in derselben Aufnahmesession, beziehungsweise am selben Tag. Das sind jetzt, glaube ich, schon wieder 10 Folgen oder so. Schon krass, dass dieses Spiel ein Suchtpotenzial hat, wenn man erstmal anfängt. Jetzt gerade auch mit dem neuen, mit dem Ruderkram hier. Und man sieht ja, ich habe jetzt noch keine zwei, die zusammenpassen hier, ne? Den bräuchte ich jetzt oder den, ne? Das wäre richtig geil. Dann hätte ich nämlich schon mal so eine kleine Handelsroute. Für Boni. Die sacken alles ein! Die Aber nehmen sich, was uns zusteht! Leider nein. Er gibt nämlich ein bisschen prozentualen Bonus. Aber ich werde auf jeden Fall, weil das müsste ja ziemlich viel Seevolk sein, dass ich das dann irgendwann mal anfange abzugraden. Mit dem Seevolk. Also für das Seevolk. Kann ich jetzt bitte Gas geben? Danke. Und mit den Punkten kann ich mir dann halt auch mehr Aussehen kaufen, klar. Schiffteile kaufen, klar. Aber auch neue Gebiete. Na, darf man ja nicht vergessen, wenn ich jetzt hier gucke, kann ich mir Südafrika holen oder hier den niederländischen Indischen Ozean. Das ist schon ganz cool. Ja, da kommt der Reaper 79 United States angeeiert. Kevin, und von so ein unsere Gliedmassen und unsere Kehlen schmerzen. Gönnt uns eine Pause. Sind jetzt halt fucking viele in dem High Level hier. Ne, nicht so wie noch vor ein paar Tagen. Wie ist jetzt ja ein Tag raus, ne? Gestern war der 16. Also ist offiziell draußen. Davor war ja nur Pre-Release. Jetzt kam aber auch kein Patch, glaube ich sogar. Das wundert mich so ein bisschen, dass sie nichts gepatcht haben. Ich habe es einfach nicht gesehen. Uiuiui. Und da haben wir wieder 45 Stück nach Hause gebracht. Naja, Briefkasten ist klar, was da drin ist. Das ist inzwischen Stufe 11.
geht voran. Andere sind natürlich locker Stufe 20, 30 aufwärts. Ups, dann zu weit. Wo ist er? Da ist er, aufmachen. Wir haben hier eine Brandkanone Nummer 3. Das ist ganz geil. Den habe ich eben ja bekommen. Wofür auch immer, dass ich weniger Bedrohung generieren soll. Ja, wenn, dann knallt es doch eh. Betrachtet dies als euer zweites Schiff, Kapteni. Ja, ja, ich betrachte das hier auf jeden Fall als zweites Schiff. Ich habe halt keinen Mörserschuss mehr, wenn ich das richtig sehe. Müssen wir das wohl mal kaufen gehen. Kaufen gehen. Herstellen gehen. Also ein paar hundert Schuss. Für euch ist hier immer ein Platz frei. Jo, danke. Wenn du es leid bist, aber da gucken wir doch mal. Sprechen. Ihr seid eine gefürchtete Piratin. Ja. Hast du recht. Mörserbomben. Da sieht man, was man braucht. Man braucht den Schrott, den man eigentlich nicht mehr einsammelt. Naja, eigentlich nicht mehr einsammelt, nicht wahr? Jetzt tut man es dann vielleicht doch wieder. Stell einfach erstmal 10 Stück her. So, das waren 200 Schuss. Gar kein Problem. Was brauchen wir? Ich bräuchte das hier. Sie Talunken an, wie blutige Köder. Oder das wäre das Beste natürlich, ne? Vielleicht gehen wir da jetzt auch erstmal gucken. Meisterjäger des Seevolks. Nehmen wir uns das jetzt mal als Bauplan vor, zu verfolgen. Kann eine rote Insel gefunden werden. Ort wird angezeigt. Wöchentliche Bestenliste, bin ich am 35.000. Platz. Da oben müssen wir hin. Gucken wir da hin. Weil ich muss jetzt ja langsam mal meinen Rumpf ein bisschen widerstandsfähiger kriegen. Weil, ja, geil ist das nicht, was wir da haben. Reparieren, Schnellreise. Dahin. Was? Seriöse Sichtung. Das Vieh haben wir schon gekillt, Leute. Ja, Mann. So, da ist das Ding. Ich brauche allerdings Monsterzähne. Ja, gut. Das bedeutet, ich muss die scheiß Quest wohl machen, ne? Mit dem Viech. Das ist ja doof. Eure Vorfahren euch segnen. Das ist ja richtig doof. Hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Aber ich müsste ja Monsterzähne ja wohl nicht nur einmal am Tag farmen dürfen. Könnte ich mir vorstellen, ne, dass man nicht so schnell das kriegt, klar. Bewegung, ihr Hunde! Das ist doch scheiße. Das möchte ich, Captain, nicht. Was weißt du über den verstorbenen König Muenye? Seine Schwester stürzte und verbannte ihn, um ihre Macht gegen die Feinde des Landes zu festigen. Ja, ist mir auch alles erzählt über den König. Der lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Also nicht, dass ich viel reden würde. Weil... Ritter voraus! Jo. Weil ich rede ja nicht viel. Nicht weiter. Das ist ja das Schlimme. Segel! Wir haben Gesellschaft! Ja, ja, wir haben einiges. Auf unserer Steuerbordseite! So, müssen wir den nochmal hin. Ja, ich hätte auch eine Schnellreise machen können, ich bin ja dumm. Wären wir schneller gewesen, auf jeden Fall, als das jetzt hier. Ich vergessen. Dass wir ja schon sehr viele Punkte haben, um von A nach B zu kommen. Aber, ja. Dann fahren wir halt ein kurzes Stück. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Es gibt mal Gas hier, Mensch, was ist mit dem Wind los? Aber ich hatte keine Ausdauer mehr, ne? Das war's, ja.
Also dieses Dreier-Zielfernrohr ist halt einfach geil, ne? Da kommt ein Dreier-Konvoi an. Den nehme ich auf dem Rückweg gern mit. Den versenke ich einfach. Er sollte nicht viel Chance haben. Er hat einfach gewone-shottet gefühlt. Wo ist da vorne los? Ach, das ist der Schnellreisepunkt, wo ich ja hätte hingekonnt. Dann wäre ich ja jetzt schon da und hätte die jetzt schon versenkt. Aber nein. Man sieht, hier unten war ich noch nicht so viel. Hier war ich noch gar nicht. Ja, aber sonst war ich ja nicht schon recht oft. Hier hinten war ich noch nicht. Sonst war ich schon überall. Ja, keine Ausdauer mehr. Dieses Ausdauerproblem. Ja, das ist aber auch schlimm. Oh Gott, das war ich nicht. Es sprach einfach aus mir. Vielleicht war das auch so ein bisschen Jim Beam Cola. Das könnte natürlich auch daran liegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und deine Seefahrt, die ist lustig. Das heißt, ich könnte jetzt ja auch langsam mal wieder anfangen hier, ne? Dass da wenigstens ein bisschen was hört, außer mein dämliches Gequatsche. Was steht da denn? Da steht ein Ab... Königer Pirat und der spawnt einfach. Okay. Da ist noch Lord Anson unterwegs. Yo, ho, 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 ho. Das ist Lord Anson, Junge. Alles klar. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass die hier so schöne Namen haben. Jetzt soll ich die Folgen danach benennen, was ich töte an Leuten. Ja, gleich sind wir da. Dann versenken wir das Viech. Hoffentlich recht schnell. Weiß ich nicht. Mal gucken. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, der Rumpf. Dafür brauchen wir 50 von diesen Zähnen. Zähne von diesem Mosasaurier. Einfacher. Aber wie man sieht, sehe ich ihn nicht. Momentan. Der ledrige ist hier aus der Tiefe. Ach, guck mal hier. Auf einmal spawnt überall Schiffe. Kuharibo sollte in der Nähe sein. Kuharibo. So nennt sich das. Er hat Bock. Auf uns. Wo kommt er denn? Ach, der versenkt noch. Der versenkt ja noch. Es lebt noch das Schiff. Nee. Ich dachte gerade. Die beste Kapitäni an Backbord! Jambolia! Feuer! Ein Hit habe ich getroffen, der andere ging drüber. Durchbohrt es! So, hier, warte. Kommen Torpedos. Puff, puff. Macht jetzt nicht ganz so viel, wie es scheint. Das macht mehr Damage. Ja, kommt auch. Angriff! Ich habe noch ein paar mehr Torpedos in meinem Heck. Ah, schade. Wo geht's vorne? Nach vorne, nach vorne, dass ich Flammenwerfer kann. Ich hätte fast den Kopf verloren. Konnte ich nicht Flammenwerfern. Steuerbord, Kapteni, die beste. Ich dachte nicht, warum man den Flammenwerfern will. Feuert aus allen Rohren! Das Wiesen schreit ja, vor Schmerzen. Es ist verletzt. Ich heile mich sicherheitshalber dann doch gleich mal. Kommt drauf an, von wo er kommt. Okay, brauche ich mich nicht generieren. Haben wir so geschafft. Hast du die Augen des Monsters gesehen? Ja. Sie schienen fast menschlich. Voller Zorn und Schmerz. Achso, ja. Das ist ja normal, ne? Gehen wir das mal abliefern. Beziehungsweise erstmal wieder schnell reisen, ne? Weil wir sind ja faul. Und das ist Zeitersparnis für euch. Und ich kann vielleicht nur meine Folgenlänge von um die 20 Minuten einhalten. Ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Wird ja immer so um die 30. Normalerweise würde ich mich jetzt bei den beiden da auch schon wieder einmischen wollen. Aber nein. Machen wir nicht.
ein Außenposten, genau. Eine gute Gelegenheit, Proviant aufzunehmen. Ja, auch. Also ich möchte in erster Linie erstmal reparieren und schnell reisen. Mit der Rest, ja. Kommt einfach so. Nenne ich das mal. Okay, so, hier. Reparieren, Schnellreise. Blub. Jo. Da. Sehr gut, sehr gut. Aber ich habe 3 Zähne bekommen. Woche 50 für den Rumpf. Ne? Bitte. Dafür kriege ich einfach nur so 600 von diesen ne? schönen Dingern. 50, da steht es nochmal. Ich benötige dann zum Bau auch Monsterzahn. Das ist aber kein Problem. Guck mal, Reparatur stellt pro Sekunde 100 schweren Schaden wieder her. Wie geil ist das denn? Und halt das Deckungszeug, ne? Schaden, 15% des Schadens in Deckung repariert den Rumpf. Also wenn ich in Deckung Schaden kriege, davon 15% reparieren mich. Geil. Möge das Glück euch begleiten. Danke. Geh mal hier, sind wir mal ran jetzt hier. Ah, jetzt. Ich laufe immer so komisch, dieses, naja. Ist halt wirklich nur für Wasser, dieses Spiel. Und nicht mehr. An Land ist es echt. So, Monsterzähne habe ich ganze 6 Stück. Das ist jetzt nicht viel, nicht wahr? Fleisch habe ich auch ein bisschen bekommen. Muss ich doch mal gucken, ob ich das nicht irgendwie ein bisschen beschleunigen kann. Weil das ist ja wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Krampf. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt, hm? Schnellreisen. Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Nach St. Anne, bitte. Ab nach Hause. So, wir sind wieder zu Hause. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben jetzt zum zweiten Mal den alten Kalibu, wie auch immer, getötet. Muss ich noch ein paar Mal machen, bis ich den Rumpf kriege. Aber dann, ja, mal gucken, was dann so als nächstes kommt. Weitere Mission wahrscheinlich von Rama. Und ja, mich sehr über Likes, Abos und Kommentare freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.